Sieht das doch gut aus. Guck mal. Kommt da wie so eine Treppe runter. Ey, das finde ich richtig gut. Hier auch. Dip, 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 dip. Sieht voll gut aus. Was will ich denn eigentlich? Ich habe mir gerade eben erst Gedanken gemacht, ob das cool aussehen würde. Aber ja, tu das. Nimm ich. Passt. Ja, geil. Nee, hier die Wohnung. Wie gesagt, an sich super schön und alles. Aber auch die Leute, die hier drin. Also, das war. Wow. Wow. Also, die Leute, die hier vorne vorher drin gewohnt haben. Oh, den hätte ich eigentlich ins Gesicht batzen müssen, ey. Das ist. Unglaublich. Unfucking fassbar glaublich. Die haben hier. Also, die haben hier nicht drin gewohnt, ne? Die haben hier einfach mal drinne gehaust. Das ist. Also, ich wohne hier jetzt seit anderthalb Monaten drinne, knapp. Ja. Und ich finde ständig noch irgendwo Stellen, wo ich dran sauber machen kann. Also, es ist unglaublich. Die erstmal haben die. Also, die Sache ist die: Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ist eine Diele bei halt. Ist ein Bad bei. Ist eine größere Küche bei. Ich habe so eine Abstellkammer und ich habe sogar zwei Balkone. Einer geht zum Schlafzimmer raus, einer geht zum Wohnzimmer raus und verbindet dann das Wohnzimmer mit dem Schlafzimmer, was ich sehr angenehm finde. Ne? Also es ist einfach cool, das zu haben. Ich hätte so als Witcher großartig viel mitgemacht, aber es ist cool, das zu haben. Und ja, wow, okay, das ist glaube ich kacke. Nee, dann muss ich hier diesen Balken wegmachen. Sonst sieht das kacke aus. Ne, und es ist halt eine hübsche Wohnung an sich. Aber die haben halt hier drinnen gewohnt mit einem riesigen Hund. Ich meine wirklich einen riesigen Hund. Das war so ein schwarzes Monster mit einem Kopf. So breit einfach, dass man Probleme hätte, den zu vergasen, wenn man den in den Ofen steckt. Also das ist unglaublich, wie riesig enorm dieser Hund war. Also zumindest kam mir das vor. Es mag sein, dass ich übertreibe. Kommt selten vor, habe ich mir sagen lassen von mir selber. Aber das war schon, also es war schon ein enorm großer Hund. Warte, warum muss ich das denn machen, damit das dann so schräg hochgeht? Das geht gar nicht. Dann muss ich so machen. Nein, das ist auch falsch. Dann muss ich so machen. Ja. Ne, und das war halt wirklich, ey, ohne Scheiß, das war ein riesiger Köter. Und das ist hier die zweite Etage, was ich sowieso schon traurig für den Hund finde, einfach, dass der dann hier wohnen musste. Weil das einfach, also hier ist kein Platz für einen Hund. Es ist einfach kein Platz für einen Hund. Hallo? Können Sie bitte, ich hätte gerne. Ja, danke. Es ist einfach kein Ort für einen Hund, diese Wohnung. Ich meine, klar, hier in der Nähe ist halt ruhig und kannst du auslaufen gehen und sowas alles, aber an sich ist die, also in der zweiten Etage mit einem enorm großen Hund, wo, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber das ist ein enorm großer Hund. Ist einfach nicht der richtige Platz dafür. Ja. Jetzt habe ich 80 Mal gesagt, dass es ein enorm großer Hund war und oder ist. Gibt's ja noch den Hund. Aber die haben halt hier nicht einmal sauber gemacht. In der ganzen Zeit, glaube ich, in denen die hier gelebt haben, über weiß ich nicht wie viele Jahre, haben die hier nicht einmal sauber gemacht. Muss ich einfach so von ausgehen, weil ich diesen Hund überall gefunden habe. Die Haare von diesem Hund waren einfach überall. Wir haben halt so eine unrenovierte Wohnungsübergabe gemacht, damit ich halt zwei Wochen früher auch in die Wohnung konnte. Und ja, war halt schon an dem Tag, wo ich dann halt hier die Schlüssel bekommen habe und so, waren die halt auch noch da. Und eben im Schlafzimmer lag halt erst so ein alter
ja, so ein alter Teppich einfach. Ne? Der war, ist bestimmt aus den 70ern noch da gewesen oder sowas. So ein alter, grauer Teppich. Ne? So. Und das sieht voll schön aus. So ein alter, grauer Teppich einfach. Und ja. Ich habe schon damit angefangen. Auf der Höhe. Ja, wow. Ich muss irgendwie gucken, dass ich auf der anderen Seite auch damit da genau hinkomme. Ja, so ein alter grauer Teppich, genau. Und dieser alte graue Teppich, der hatte einfach mal locker, ungelogen, einen ganzen Zentimeter dick, teilweise Hundehaare auf sich. Es war einfach dieser Hund, der war halt einfach in diesen kleinen Abstell, so eine kleine Abstellkammer, so ein Wandschrank halt, ne? Eins, zwei da drüber. Und dann fängt das an der Seite, okay. Da war halt auf dem Boden, wo einfach vielleicht ein Quadratmeter frei ist oder so. Achso, ich hab hier gar nicht. Muss ich auch noch machen. Wo einfach so ein Quadratmeter Platz ist auf dem Boden oder so. Selbst da muss der Hund anscheinend ab und zu drinnen gepennt haben. Genau. Weil der einfach überall war. Weil der einfach überall war. Der war in dieser Abstellkammer, war einfach auf dem Boden. Waren auch Hundehaare. Und das war halt so viel, wie als wäre da drin ein Hamster gestorben. Also, es war unglaublich, unglaublich, unglaublich ekelhaft, hier sauber zu machen. Vor allem kam dann halt noch dahin zu, dass die anscheinend hier drinne mit zwei Mann über Jahre bei geschlossenen Fenstern etc. geraucht haben, wie die Schornsteine. Und der Dennis, der war ja in der einen Aufnahme, war der immer mit dabei, ne? So, und der Dennis, mein ältester Freund, von dem ich schon mal ein paar Mal erzählt habe, der hat halt geholfen auch beim Umzug und so. Und dann meinte der das eine Mal so, ey, komm mal eben ins Wohnzimmer. Wir haben ja gedacht, die Fenster und Rahmen und so, die wären einfach alt, ne? Und ich so, ja. Sagt er, ja, die sind gar nicht alt. Leckt er in dem Moment seinen Finger ab und geht einmal mit dem Daumen, geht er halt über den Fensterrahmen so drüber, ne? Und da, wo der Fensterrahmen gerade eben noch gelb war oder so karamellmäßig, wurde der plötzlich weiß. Da war einfach eine so dicke Schicht Nikotin auf diesem Fenster. Ich war fassungslos. Ich bin jetzt noch fassungslos, wenn ich daran denke einfach. Ich verstehe nicht, wie Menschen so leben können. Ich meine, nicht so ordentlich zu sein, ne? Klar, kann man machen, kann vorkommen. Oh, ich habe mal nicht aufgeräumt. Oh nein, jetzt liegen meine Klamotten hier rum. Ne? Oder na, so ein Scheiß halt. Ne? Passiert. Ist ja auch nichts Wildes bei. Ey, aber ohne Scherz jetzt, ohne Scheiß. Hier ist alles dreckig gewesen. Alles. Das allererste, was ich direkt gesagt habe, bei der Wohnungsübergabe, die sagten noch so, ja, wir saugen noch ganz kurz den Teppich ab. Ne, so im Schlafzimmer. Habe ich die angeguckt, habe ich den Kopf geschüttelt, habe ich einfach gesagt, lass bleiben. Reise ich gleich als allererstes direkt raus. Kannst vergessen. Das war dann einfach erstmal die allererste Sache, die hier gemacht worden ist, bevor hier auch nur eine Kiste reingetragen worden ist. Teppich rausreichen. Und dann haben wir hier, also dann hier liegt halt überall PVC noch. Den habe ich jetzt teilweise mit übernommen. Ich habe mir schon... Das war auch so eine lustige Aktion. Hab mir bei einem größeren... Ach, bei Roller. Ich krieg da eh kein Geld für. Hab ich mir halt neuen PVC-Boden fürs Schlafzimmer aufgeholt, weil der Teppich musste ja raus. Und das ist halt 16 Quadratmeter oder so. Das ist groß. Ne? Aber halt so richtig unförmig. So
3, irgendwas mal 4, irgendwas, sodass ich halt im Endeffekt 20 Quadratmeter Teppich hier PVC-Boden holen musste. Nee, aber als wir dann halt im Rest der Wohnung sauber gemacht haben, also hier sind einfach Stellen gewesen, wo halt der PVC teilweise richtig tief schwarz gewesen ist, weil die dann einfach über die Zeit, wo die hier gewohnt haben, angefangen haben, ihre Schränke zu lackieren, während die in der Wohnung stehen. Die haben die nicht dafür irgendwo draufgestellt oder auf dem Balkon oder irgendwie sowas. Die haben die einfach lackiert, während die ja da standen, wo die standen. Und dann habe ich halt schwarze, dreckige Lackfarbe unter den Dingern auf dem Boden gehabt. Also es ist schon... Ich bin erstaunt über menschliche Abgründe. Ja, eine alte Küche ist hier, also generell die Verkabelung hier im Haus ist alt, ist halt aus den 70ern. Da werde ich noch gucken müssen, ob ich da vielleicht irgendwann mal irgendwas regeln kann oder so. Aber komm schon. Ach man, das ist doch scheiße. Ja, wird gut. Aber es ist gut. Ja, und also mit dieser Wohnung, also ich habe hier direkt am Anfang, habe ich hier über 2000 Euro, die ich halt weggespart habe, habe ich hier reinstecken müssen. Die waren instant weg und da hatte ich noch nicht ein Möbelteil hier stehen, ne? Also es ist schon eine Menge Geld hier reingeflossen und es ist noch lange nicht, also ich entdecke jetzt nach anderthalb Monaten, dann sitze so, hast das Badezimmer natürlich nach dem Einzug, hast das so formal hast du das halt sauber gemacht. So, wie man nun mal, wenn man eigentlich, also das genau, weil das Badezimmer ist das einzige, der einzige Raum hier in der Wohnung, der halt irgendwann mal modernisiert worden ist. Und so vom dadurch, dass der auch schon so Heizrippen und sowas an der Wand hat, gehe ich halt davon aus, der ist jetzt nicht älter als, naja, 2-3 Jahre. Das ist irgendwann mal vom Vermieter halt das Bad erneuert worden. So. Ja, weil mein Vermieter wohnt wohl auch in Bayern. Also den selber habe ich noch nie gesehen. Und ja, das Krasse ist halt dann so einfach, dann sitzt du so auf dem Klo oder kommst aus der Dusche raus oder so und siehst dann so, dass, naja, an den Fliesen teilweise, die halt so ein Stück weiter oben sind, dass auf dem, ja, der Absatz, den so die letzte Fliese hat, dass da richtig, richtig fett Dreck drauf sitzt. So, während man noch aus der Dusche rauskommt, guckt man so gerade so da drauf und denkst so, echt jetzt? Ja, und dann kommst du gerade aus der Dusche und das Erste, was du machst, ist sauber. Also das ist, ja, es ist schon, also, und das, die haben hier aber auch richtig, also ich habe mir die Wohnung einmal angeguckt, da war halt, da haben die noch hier drinnen gewohnt. Und da habe ich halt diesen Hund gesehen auch, ne, dieses Monster. Hundemonster. Hundzilla, ey. Und da war hier auch, also die hatten auch sehr viel hier drin. Also es war sehr zugestellt und sehr viele Gegenstände einfach auch so sammeln, Kack und sowas alles, ne? So. Es war schon so ein bisschen messyhaft. Und das Paradoxe an der Sache war dann einfach, als hier Wohnungsübergabe war, da sind die in einem strahlend weißen Hybridfahrzeug weggefahren. Und ich dachte mir so, was für ein schlechter Scherz ist denn das bitte? Willst du mich verarschen? Da sind das die letzten Drecksschweine, wenn die hier wohnen. Und dann fahren die in so einem umweltbewussten öko-weißen, also im strahlend weißen innen drin auch voll aufgeräumt. Also, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt noch, ich begreife das einfach nicht. Außen hui, innen fui. Das ist wirklich dieses... Es ist Wahnsinn. Es ist einfach der helle Wahnsinn.
Und ja, noch so ein paar Sachen. Dann sind das so halt so möchte gern. Die waren halt so, ist ein Pärchen. Lass sie mal Ende 50 oder sowas. Nee, Anfang Mitte 50 sowas. Ne? Also keine Rentner oder so, sondern halt Leute bisschen fortgeschrittenen Alters so. Und dann haben die so probiert, so eine möchte gern Stylo-Küche aufzubauen und haben sich so ein Wandtattoo besorgt. Und das war halt das Allergeilste, das habe ich ja halt dann auch erst gesehen, so. dieses Wandtattoo hing halt noch, als die dann hier raus sind, hing das noch an der Wand in der Küche. Und das war original verpackt. Die haben das halt nur mit so zwei Heftzwecken an die Wand gemacht. Da war halt hinten noch das Preisschild drauf und diese Plastikfolie, wie wenn man das frisch im Laden kauft. Die haben das einfach so als Schild an die Wand gehängt. Das war halt. Ey, und selbst die. Also, das war schon auch sehr ekelhaft, weil diese Verpackung, die hat unglaublich geklebt. Die hat wirklich unglaublich geklebt. Ne? Also, der. Die Menge an Ekel, die ich hier in den ersten paar Tagen überwinden musste. Auch damit ich, als ich denen irgendwann nochmal begegnet bin, weil die mussten mir nochmal was vorbeibringen, nicht einfach ins Gesicht schlage. Also Respekt an mich selber. Es ist schon. Also, es ist schon wirklich eine Unverschämtheit gewesen. Aber jetzt habe ich eine relativ, also für Düsseldorf und Umgebung, eine günstige Wohnung. Und ja, komm. Draufgeschissen. Ne, ist halt einfach nur. Also, es muss noch eine ganze Menge an Arbeit hier reingesteckt werden, damit das dann ein richtiges Heim wird. Aber es ist jetzt schon nach anderthalb Monaten mit eingerichtetem Internet, ist es ein Zuhause. Und ich glaube, das reicht dann erstmal. Ne, ich habe da einen Ort, wo ich mit meinem Sohn dann auch abhängen und chillen kann und so. Und wo wir jetzt unser Lego aufbauen können und dann Star Wars spielen können. Und es passt schon jetzt. Aber da wird halt, also ich muss hier noch tonnenweise Arbeit reinstecken, da gehe ich von aus. Also mein Plan ist eigentlich im Lotto gewinnen. Diesen gesamten Block, dieses ganze Mehrparteienhaus. Ist da eine Kuh in der Scheißwand? Hallo Kuh? Was machst du denn hier drinne? Hab ich dich mal hier eingemauert oder so? Naja, okay, hau rein. Das ist die Geisterkuh, die wohnt unter dem Ding einfach. Ja, gut. Ne, und mein Plan wäre dann im Lotto gewinnen. Das ganze Ding hier kaufen und dann kostenfrei hier wohnen. Also dann mir das Ganze durch meine Mieter finanzieren zu lassen. Das wäre so ein Plan. Ich glaube, das sind 7 oder 8 Parteien. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinen meiner Nachbarn wirklich kennengelernt. Direkt neben mir wohnt wohl der Hausmeister. Habe ich gehört. Also der so ein bisschen mit auf das Ganze achtet. So der typische Kaczmarek. Nee, gar nicht, der heißt anders. Also es könnte sogar wirklich sein, dass der anders heißt. Also anders. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen von denen hier kennengelernt. Habe ich auch nicht wirklich so Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zwei von denen musste ich zwangsweise kurz kennenlernen. Weil als ich halt diesen riesigen PVC-Boden gekauft habe, also diese 20 Meter, ist halt dann eine 5 Meter lange Rolle gewesen. Und die Sache ist, bei PVC-Boden, den darfst du halt nicht knicken beim Transportieren. Also generell nicht, weil dann kann das sein, dass der reißt. PVC-Boden ist scheiße eigentlich. Oder, also nicht eigentlich. Na doch. Es könnte halt sein, dass der reißt einfach. Und ja, so, machen wir jetzt einfach so. Das endet zwar nicht genauso, wie ich es haben will, aber ich will jetzt nicht noch mal weiter drin rumfummeln. So, das lasse ich so. Und
ab hier geht's dann wieder so weiter. Genau, den mussten wir, den haben wir dann in Dennis, seinem kleinen Opel Meriva hat der. Also so ein, zwar ein Kombi, aber der hat so ein kurzes Heck. So. Und dann haben wir den halt ins Auto irgendwie reinbekommen und der hing halt bestimmt so ein oder zwei, ja, bestimmt zwei Meter oder so, hing der erstmal hinten aus dem Auto raus. Was okay war, weil ich mich dann einfach hinten hingesetzt habe und den so während der Fahrt so festgehalten habe. Natürlich hat es dann angefangen zu regnen. Ne? Natürlich, was auch sonst. Aber den dann hier hochzukriegen in den zweiten Stock, das war sportlich. Weil das Treppenhaus, sage ich mal, ist nicht unbedingt dafür gemacht gewesen für solche Dinge. Also habe ich zweimal über bei Nachbarn klingeln müssen. Guten Tag. Ich bin der Neue. Dürfte ich Ihren Hausflur benutzen? Und dann haben wir halt bei denen so nochmal ein ganzes Stück den Teppich, also den Boden dann in die Wohnung reingetragen, so bis in die Küche so fast rein, weil die Küche ist von der Haustür aus gesehen fast direkt durch. Und sind dann halt wieder rückwärts gelaufen, wieder in den Hausflur rein, dann die Fenster im Hausflur aufgemacht, da den Teppich, den Fußball, ich sag mal Teppich, ich sag jetzt einfach immer Teppich, dann den Teppich da anderthalb, zwei Meter raushängen lassen, irgendwie sich da drauf gelehnt, damit der nicht rausfällt. Und achso, ist auch doof, ne? Mach mal so. Ja. Und dann eben wieder zurück. Nächste Etage, nächster Nachbar. Wieder klingeln, wieder fragen. Darf ich Ihren Hausflur benutzen? War schon gut, ey. Und ja, so lernt man dann zumindest kurzweilig Nachbarn kennen. Und wie wir den dann endlich irgendwann hier drin hatten, war das nochmal so eine Aktion, den überhaupt dann auszurollen und hinzulegen und ach.